Ich ertrage die größten Demütigungen für jedes Projekt. So sieht also ein Land aus, das pleite ist, das nichts mehr hat, das vielleicht Europa sprengt. Jeder Grieche hat 29.000 Euro Schulden. Das ist Griechenland und ich bin hier, um eine Frage zu stellen. Was ist hier bloß schiefgelaufen? Griechenland 2011. Eigentlich ein schönes Land mit freundlichen Menschen. Okay, nicht alle sind freundlich, aber die meisten. Ich bin zu Gast in einem bewegten Land. Einem Land, das vor die Hunde geht. Einem Land, in dem man Deutsch spricht. Gauleiter. Wir treffen Politiker und Reiche. Also die sind die Leute, die das Land in den Ruin getrieben haben. Und vor allen Dingen sprechen wir mit Menschen. Ja, das ist Griechenland, die Wiege Europas und auch das Ende Europas. Ist Griechenland das Krisenlabor für unser aller Niedergang? Kann das, was heute hier passiert, morgen schon bei uns geschehen? Dieses kleine Land hält also Europa in Atem. Kein Geld, keine Zukunft, kein Plan. Die Lage aussichtslos. Obwohl, auf den ersten Blick sieht alles normal aus. Die Menschen gehen zur Arbeit, kaufen ein, treffen sich im Café. Um hier hinter die Fassade blicken zu können, braucht es einen Eingeweihten. Mein Eingeweihter ist sehr speziell. Ferdinand Bazoglu, kurz Ferri. In Deutschland als Kind griechischer Auswanderer aufgewachsen, ist er wieder nach Griechenland geflüchtet und unterhält jetzt die Kollegen vom Spiegel mit exklusiven Geschichten aus Athen. Auf seine deutsche Vergangenheit angesprochen, reagiert er sensibel. Also ich betone und lege Wert darauf, dass ich Grieche bin. Das heißt, ich habe dich gleich zu Beginn beleidigt. Wie würdest du jetzt allgemein die Stimmung beschreiben? Das heißt, die Griechen wurden nun im Schlaf gebracht. Ist das so? Ja, das ist so. Jeder muss sein Leben eigentlich neu einrichten, auch was die Ausgaben angeht im Haushalt und sich einschränken vor allen Dingen. Bevor wir losgehen, sagen wir noch den Grund, warum bist du als jemand, der aber in Deutschland gelebt hat, hier in Griechenland, hier in Athen geblieben? Weil ich das Land liebe. Eine Liebe, die Millionen Touristen Jahr für Jahr teilen. Das Land ist berühmt für seine Landschaft und wenn man ehrlich ist, viel mehr als Landschaft gibt es hier auch nicht. Abgesehen vielleicht noch von Oliven. Aber sogar das mit den Oliven läuft derzeit richtig schlecht. Georgios Nikolaou lässt derzeit diese griechische Urfrucht lieber hängen. Ernten lohnt sich nicht und schuld ist die EU. Wann ist es ungefähr schlechter geworden? In welchen Jahren oder in welchem Jahr hat sich das Ganze verändert? Das hat sich geändert etwa ab 1981, also vor 30 Jahren, als wir der EG beigetreten sind. Da ging es für uns den Bach runter. Und der größte Nackenschlag war dann der Maastrichter Vertrag für uns. Durch die Politik, die Agrarpolitik im Rahmen der EG-EU und so weiter, die gefahren worden ist, ist es so weit gekommen, dass die Preise völlig im Keller sind. Bedenken Sie bitte, dass Griechenland in etwa 20.000 Bauern pro Jahr ihren Beruf aufgeben. Und die jungen Leute gehen in die städtischen Zentren, in die Metropolen, aber in der jetzigen Lage findet dort auch keine Arbeit. Das Landleben ist also keine Alternative, die Stadt aber auch nicht. Noch dazu, wo es eigentlich nur eine richtige Großstadt gibt, Athen. Da gäbe es zwar viel zu tun, aber keine Jobs. Die offizielle Arbeitslosenrate liegt noch knapp unter 20%, bei den Jugendlichen über 40%. Wie konnte das passieren? Hat die Zeichen keiner gesehen? Wie kommen die da jemals raus? Wollen sie? Können sie? Österreichs Botschafter in Athen, Michael Lienhardt, ist seit mehr als 4 Jahren im Land und erlebt die Entstehung der Krise hautnah. Seit wann haben Sie geahnt, dass hier diese Krise eintritt
Und wann haben Sie es gespürt und wie haben Sie es gespürt? Wirklich merken tut man es jetzt seit einigen Monaten, würde ich sagen, weil doch viele noch aus der Reserve heraus gelebt haben. Jetzt langsam, wo auch diese massiven Eingriffe vom Staat her passieren mit Steuererhöhungen, mit Sondersteuern, mit Entlassungen und so weiter. Jetzt merkt man es langsam, dass die Leute das am eigenen Körper spüren und auch anders anfangen zu denken. Aber wie erklären Sie es daheim den Österreichern, dass man Griechenland helfen muss? Es gibt ja, ich meine, der griechische Finanzminister in seiner, zumindest in der Außenwirkung, besonders uncharmanten Art, hat doch eigentlich gesagt, helft Griechenland, weil wenn ihr Griechenland nicht helft, ist Europa verloren. Ich muss ehrlich sagen, in dem Moment vergeht mir schon die Lust zu helfen. Ich glaube, so ist es sicher nicht, wie er das dargestellt hat. Aber in einer globalisierten Welt, in einem Europa, das so stark zusammenhängt, und jetzt sage ich auch für ein Österreich, das also sehr exportorientiert ist, wird es wichtig sein, dass man in diesem Europa eine gewisse Solidarität zeigt. Es ist sicher so, dass wenn es hier Probleme gibt, dass auch Probleme bei uns geben kann. Und ich denke jetzt nicht nur ans Finanzielle, ich denke da an die ganzen Migrationsgeschichten, ich denke an Kriminalität. Es kann einfach zu einem Raum entstehen, der instabil ist an einer sehr wichtigen Grenze im Südosten Europas. Hauptübel und Epizentrum der griechischen Tragödie ist die Politik im Allgemeinen und das Parlament im Speziellen. Ein Ort, der für Vetternwirtschaft, Korruption und eigenartige Traditionen steht. Das mit den etwas skurrilen Traditionen fällt einem übrigens schon vor dem Parlament auf. Die folkloristische Wachablöse ist aber auch schon das einzig Unterhaltsame in Sachen Parlament. Beim Thema Politik und speziell Politiker wird der Grieche von heute etwas emotional. Wir sind alle die Schlimmsten, die zwei große Parteien. Dieses Gesetz hat alle Politiker hier Millionär gemacht und die sind alle frei. Niemand ist vor Gericht gekommen bis jetzt. Und wir müssen das zahlen. Ja. Sagen Sie das weiter für die Deutschen und alle. Nicht die Leute sind schuld, die kleinen Redner. Nur die Politiker von den zwei großen Parteien, ne? Demokratie und PASOK, diese scheiße PASOK, habe ich damals auch gewählt. Die Menschen in Griechenland sind wütend. Die Politiker bei den Bürgern unten durch. Zum Alltag der Parlamentarier gehören mittlerweile verbale und körperliche Attacken. Dementsprechend gesichert ist das Parlament von heute. Gar nicht so leicht, da reinzukommen. Die Kamera aus. 300 Parlamentarier leistet sich Griechenland und die wiederum dürfen sich bis zu 13 Mitarbeiter leisten. Bevorzugt werden diese Posten mit Familienangehörigen, Freunden oder einfach Menschen besetzt, denen man etwas schuldet, schulden könnte oder die man in der Zukunft irgendwie brauchen könnte. Der Abgeordnete Dimitris Papadimoulis, ein Kämpfer gegen die Korruption, findet das auch etwas übertrieben, aber diese unschönen Angriffe auf seine Kollegen gehen einfach zu weit. Das ist absolut inakzeptabel, das ist ein Ausdruck von sozialem Faschismus. So was dürfen wir nicht hinnehmen, dass die Probleme mit physischer Gewalt gelöst werden. Ich weiß, Sie sind hier so eine Art Korruptionsjäger in Griechenland. Ich darf Ihnen aus Österreich berichten, Korruption ist bei uns auch kein Fremdwort. Wir haben gerade in Österreich einen wunderbaren Korruptionsfall und wir werden uns noch lange beschäftigen. Aber es hat nicht zu jenem Ausmaß geführt, der zu dem Problem in Griechenland geführt hat. Können Sie mir vorher ganz kurz erklären, warum wird Griechenland so landläufig in Europa mit Korruption gleichgesetzt? Woher kam das? Was ist es? Ist es etwas Historisches, eine Mentalitätsfrage oder ist es einfach nur so eruptive Dinge? In Griechenland gibt es Probleme wie die Bürokratie, es gibt eine komplexe Gesetzgebung,
Und es gibt Schwarzgeld, politisches Schwarzgeld. Geld, also Schwarzgeld, das in der Politik kursiert. Wie auch in Ihrem Land es dieses Schwarzgeld in der Politik gibt. Das zahlt der Steuerzahler und das bekommen korrupte Politiker oder andere Leute. Den Kampf gegen die Korruption wird dieser freundliche ältere Herr noch jahrelang führen. Derzeit rangiert Griechenland auf Rang 78 der korruptesten Länder der Welt und liegt damit hinter Ghana und Ruanda. Für die einen ist Korruption die Wurzel allen Übels. Jeder Grieche gibt pro Jahr rund 1700 Euro für die kleine Bestechung zwischendurch aus. Für die anderen ist sie Grund für eine kleine Demo zwischendurch. Die Früchte der großen Bestechung schmücken die Plätze am Fuße der Akropolis. Aber das Haus daneben ist aber auch nicht schlecht. Und gehört dann dieser Palast da eigentlich? Hier wohnt auch der Ex-Verteidigungsminister. Bei den Transaktionen in Bezug auf dieses Domizil ist auch ein strafrechtliches und auch ein parlamentarisches Verfahren angestrengt worden gegen den Ex-Verteidigungsminister. Es ist offenbar ein wirklich lohnender Job, in Griechenland Verteidigungsminister zu sein. Es ist, sagen wir mal so, kennst du den österreichischen Verteidigungsminister Norbert Darabos? Also der hat so ein Haus nicht, aber gut, der ist auch ein bisschen einfacher. Von solchen Eigenheimen in bester Lage kann der Durchschnittsgrieche nur träumen. Die Zeichen der Zeit stehen auf Krise. Betriebe schließen und wer noch Arbeit hat, bekommt weniger Lohn. Das Einzige, was gleich bleibt, sind die Lebenshaltungskosten. Wie überlebt man im Griechenland des Jahres 2011? Popi Mavromataki ist Kommunalangestellte und Mutter von 4 Kindern. Ihr Alltag ist ein täglicher Kampf ums Überleben. Ihr Haushaltsbudget 400 Euro pro Monat. Wie machen Sie das? Wie kommen Sie da über die Runden? Dora Pleon, Wenda Pleon. Können wir nicht so über die Runden kommen. Leider. Es ist wahrscheinlich, dass ich Ende des Monats dazu gezwungen sein werde, zu meinen Eltern zu ziehen. Ich bin ja hier auch ein bisschen auf der Suche nach dem Schuldigen der Situation. Wer ist denn aus Ihrer Sicht der Schuldige? Das ist ein Prozess, der schon seit geraumer Zeit eingesetzt hat. Das ist nicht etwas, was jetzt plötzlich akut geworden ist. Wir haben die Dinge aber auch hier so treiben lassen und deswegen sind wir in diesen Zustand geraten. Es gab dieses sich einrichten. Wir wurden auch geködert, wenn man so will. Das war unser Fehler und deswegen haben sich die Dinge so entwickelt. Und die Armut macht sich jetzt breit. Die Verelendung der griechischen Gesellschaft zeigt sich schon jetzt auf offener Straße. Allein in Athen ist die Zahl der Obdachlosen um 25% gestiegen. Für viele sind die Gratis-Essensausgaben die einzige Chance, zumindest einmal am Tag an eine Mahlzeit zu kommen. Zu wenig Essen für zu viele Menschen. Die Stimmung explosiv. 1200 Portionen für mehr als 2000 Menschen. Mittlerweile Alltag und tägliche Routine. Unter den Wartenden, auf Essen hoffend, sind Mütter mit ihren Kindern, Jugendliche und Alte, die sich ihren Lebensabend ganz anders vorgestellt haben. Was ist passiert, sozusagen, dass Sie sich, was ist am staatlichen System oder in Ihrem Berufsleben passiert, dass Sie sich hier um Essen anstellen müssen? Ich bin arbeitslos, ich habe keine Rente und ich bin alt. Warum keine Rente? Aber ich habe Schulden gegenüber dem Staat. Das muss ich erst in Ordnung bringen und dann erst kann ich meine Papiere. Aber ohne jetzt respektlos sein zu wollen, aber es ist nicht ein Witz, gegenüber dem Staat Schulden zu haben, gegenüber einem Staat, der selber kein Geld mehr hat? Ich schulde nur 350 Euro dem Staat, so wenig, aber ich übe mich in Geduld. Vielleicht kann ich das irgendwie regeln, damit das zumindest in Ordnung ist. Unter den Wartenden auch hunderte Einwanderer, die meisten illegal im Land. Für sie ist Griechenland aber nur die erste Station. Sie wollen raus aus dem Elend. Ihre Zukunft sehen sie in Deutschland, England, Frankreich und Österreich. Das österreichische Innenministerium arbeitet eng mit den griechischen Behörden zusammen. Ein wesentliches Problem, das
angeblich ganz Europa, aber auch Österreich betrifft, ist die Flüchtlingssituation in Griechenland. Also ich selber habe gesehen, die Zustände in einem, nennen wir es mal ein Flüchtlingsquartier. Wie sehen Sie das Problem der Flüchtlinge und der illegalen Migranten, insbesondere hier in Athen? Für Griechenland ist das Problem der illegalen Migration ein riesiges. Eines, das sie aufgrund auch der wirtschaftlichen Situation nur sehr schwer stemmen können. Wir sind derzeit, ich glaube in den ersten 9 Monaten sind so um die 70.000 illegale Migranten, vornehmlich aus der Türkei kommend, nach Griechenland gekommen, und ein Großteil dieser illegalen Migranten versucht hier in Athen Fuß zu fassen. Man kann sich vorstellen, bei dieser großen Anzahl an Migranten auf dem Weg des Glücks, dass hier in Athen es zu Brennpunkten kommt, dass es hier nicht für alle dass der griechische Staat nicht alle versorgen kann und dass es daher auch zu diesen oft auch angesprochenen Massenquartieren kommt, wo die Migranten oft unter menschenunwürdigen Bedingungen leben müssen. Es gibt aber nicht nur das arme Griechenland. Die, die früher schon viel Geld hatten, sitzen nach wie vor in den Cafés der Luxusgegenden, wohnen nach wie vor in ihren Villen und haben noch immer ihre Yachten in den kleinen, privaten, exklusiven Häfen liegen. Obwohl, offiziell gehören die meisten Millionenschiffe irgendwelchen Ausländern, und für die Steuer hat sich der Grieche mit Geld einen neuen Trick zur Steuerschonung ausgedacht. Der wichtigste Trick dabei ist vom Steuersünder, dass er eine Yacht als eine Vermietungsjacht deklariert, also die vermietet wird, obwohl es sich um eine Privatjacht handelt. Das heißt, er deklariert es als Yacht, wo er Einkünfte erzielt und vermietet sie aber nicht in der Realität, sondern nutzt sie privat. Und die private Nutzung ist viel teurer, was die Steuer angeht und auch schon die Einfuhr der Yacht angeht, als die, wenn es sich um eine Vermietungsjacht handelt. Übrigens, wie viele Millionäre es in Griechenland tatsächlich gibt, ist komplett unklar. Nicht einmal 5.000 Hellenen geben gegenüber der Steuer an, mehr als 100.000 Euro zu verdienen. Dass etwas in diesem Staate ganz gewaltig stinkt, das sieht man immer wieder im Stadtbild. Wenn es den stolzen Bürgern reicht, dann wird gestreikt. Das war so, ist so und wird immer so bleiben. Dem kleinen Mann wie dem typischen Athener Müllmann bleibt aber auch mittlerweile gar nichts anderes mehr übrig. Es ist fast schon Notwehr in einer aussichtslosen Situation. Die letzte Gehaltsüberweisung betrug 48 Euro und davon muss ich leben und meine Familie ernähren, weil davon auch die ganzen Abzüge getätigt worden sind im Zuge der Sonderabgaben, die beschlossen worden sind. Das war meine letzte Gehaltsüberweisung. Von 48 Euro im Monat kann aber keiner leben, und so sind die nächsten Streiks nur eine Frage der Zeit. Das Stadtbild und die Darstellung im Ausland leiden da natürlich etwas darunter. Auch auf die Gefahr hin, dass ich jetzt als gewerkschaftsfeindlicher Rechter dastehe, frage ich trotzdem, ob ihm bewusst ist, welches Bild das international erzeugt, wenn gestreikt wird. Ich versuche zu sagen, wenn im Zusammenhang der letzten Entscheidung, dass die nächste Hilfstranche ausbezahlt ist, also diese berühmten 8 Milliarden Euro, war bei der Entscheidung, dass die 8 Milliarden kommen, waren dann die Aufmacher in den Zeitungen, die Schlagzeilen: Wir überweisen den Griechen 8 Milliarden Euro, aber was machen die Griechen? Sie streiken. Ob ihm bewusst ist, zu sagen, was das auch international letztlich an Bildern auslöst. Jede Berufsgruppe hat ihr Instrument, Druck auszuüben, und im Zuge von Protest- und Streikaktionen. Wir vertreten die Müllmänner, die Müllleute. Wir sind Müllleute und wir sammeln keine Blumen. Ganz Griechenland ist pleite, das ist zwar bitter, aber für einige die Chance. China ist schon in Griechenland angekommen. Die Leute hier sagten, Costco geht nach Hause. Die hatten Angst, dass eine chinesische Firma 1.000 Chinesen mitbringt. Heute in Piräus, morgen bei uns. Die chinesische Invasion in Europa durch die Hintertür und Griechenlands Angst vor der totalen Kontrolle durch die EU im Allgemeinen und Deutschland im Speziellen. Alte Ressentiments werden ausgegraben und öffentlich bedient. Das, was wir nicht akzeptieren, nicht dulden können, ist die politische Abhängigkeit. Gauleiter.
Wer entscheidet künftig tatsächlich in Griechenland? Und gibt es einen Weg aus der Krise? Gleich in 100 Stunden Griechenland. Ein Staat geht pleite. Grieche müsste man sein, aber sind wir nicht ohnehin schon alle Griechen? Am Rande der Pleite, am Rande des Abgrunds? Aber sehen wir einmal, was kommt. Griechenland, ein erstaunliches Land, so klein und doch groß genug, um ganz Europa zu sprengen. 100 Stunden habe ich Zeit, um zu klären, ob meine Meinung, meine Vorurteile stimmen. Ist Korruption das Einzige, was in diesem Land funktioniert? Ist dieses Land einfach nicht zu retten? Eines stimmt. Die Menschen auf der Straße sind wütend. Sehr wütend. Nicht die Leute sind schuld. Die kleinen Redner. Nur die Politiker von den zwei großen Parteien, ne? Demokratie und PASOK, dieses scheiße PASOK, habe ich damals auch gewählt. Ein Land geht pleite. Die Staatsverschuldung ist nicht mehr in den Griff zu kriegen. Die Arbeitslosigkeit nähert sich von Woche zu Woche der 20%-Marke. Die Menschen haben den Glauben an die Zukunft verloren, den an die Politiker sowieso. Im Vergleich zu uns Städtern wissen die Bauern, weil sie ja sozusagen mit beiden Beinen am Boden ihres Landes und ihrer Heimat stehen und am engsten und am tiefsten verwurzelt sind, was mit einem Land passiert und wo es weitergeht. Jetzt würde ich gerne wissen, die Industrie ist kaputt. Schafkäse alleine kann man nicht leben. Tourismus funktioniert noch und vom Olivenöl kann man nicht leben. Was ist dann die Zukunft Griechenlands? Mit diesen Regierenden geht es nicht. Es ist doch eine Provokation, wenn ein Politiker essen geht und das Essen so viel kostet, wie es ein Monatsgehalt hier in Griechenland ist. Oder wenn er in einem Hotel schläft, wo die Übernachtung so teuer ist wie hier ein Wochenlohn beispielsweise. Das ist doch eine Provokation. Mit denen geht es doch nicht. Was uns hier erwartet, ist die Massenverelendung. Und die Regierenden haben am Donnerstag bejubelt einen Beschluss, der weitere Maßnahmen nach sich ziehen wird und diesen Prozess der Verelendung und der Verarmung weiter fördern wird. Die bejubeln das. Aber das, was mich erwartet hier, ist, dass ich persönlich und ich privat hier zerstört werde. Griechenland wird eine neue Kolonie sein. Griechenland als asiatische, chinesische Kolonie, das ist natürlich nicht die beste Perspektive. Und vor allen Dingen, diese Vorstellung ist Realität. Die Großmacht China ist nämlich schon in Griechenland angekommen. Und zwar in Form der staatlichen chinesischen Reederei COSCO. Piräus, dieser historische Ort, Griechenlands Tor zur Welt, ist unter chinesischer Kontrolle. Und ich darf mir das als einer der ganz wenigen ansehen. Seit wann gibt es das noch einmal jetzt? 2009 hat es hier begonnen, ja. Mit den und wann sind, wann sind die Chinesen hergekommen? Also 2009 schon. Sind die Verträge unterzeichnet okay. worden. Und 2010 ist dann der Terminal in Betrieb genommen worden. Weißt du? Von COSCO. Also, diese Helme sind wirklich gewöhnungsbedürftig. So, jetzt kommt dieser Idiotentrupp mit orangen Jacken und weißen Helmen. Piräus ist nicht nur einer der wichtigsten und größten Häfen Südosteuropas, sondern der Ort, an dem Globalisierung auf griechische Tradition trifft. Begeistert von der Idee, den Hafen zu verkaufen, war damals kein Hellene.
Die Leute hier sagten, Costco geht nach Hause. The locals. Die hatten Angst, dass eine chinesische Firma 1000 Chinesen mitbringt, die für niedrigste Löhne arbeiten. 1000 Chinese here to work for nothing and they will lose the job. Okay. Aber dem ist nicht so. Hier arbeiten nur 6 Chinesen, dafür aber 700 Griechen. Tassos Vambakidis ist der griechische Costco-Statthalter hier in Piräus und höchstwahrscheinlich einer der ganz wenigen Griechen, die das Costco-Engagement so positiv sehen. Die Arbeitsbedingungen hier sind exzellent. Wir haben Sicherheits- und Gesundheitsprogramme. Wir schauen auf unsere Leute. Sogar das Essen ist gratis, und zwar für alle Mitarbeiter. Eines muss man Costco aber lassen. Sie scheinen Erfolg zu haben. Von den 28 Containerlinien, die Piräus anfahren, kommen 27 zu uns und nur eine zum lokalen Terminal. Und wenn die Streik haben, dann kommt der letzte auch noch zu uns. Wenn alle in Griechenland streiken, unser Terminal steht nie still. Außer zu Weihnachten und zu Ostern, da wird nicht gearbeitet. Da nimmt der kommunistische Turbokapitalismus Rücksicht auf griechische Fest- und Feiertage. Für Tassos Vambakidis ist Costcos Einstieg sogar ein Mehr an Freiheit. Früher war es sehr schwer, im Hafen Arbeit zu finden. Da musste man bei der Gewerkschaft sein. Heute gibt es bei uns 700 und bei den Kollegen 300 Arbeitsplätze. Auf den ersten Blick also eine chinesisch-griechische Erfolgsgeschichte. Aber was ist mit der Krise? Wir sind von der Krise überhaupt nicht betroffen. Die Kollegen vom staatlichen Terminal haben bis zu 30% Einbußen. Keine Ahnung, ob die den Terminal weiter betreiben werden, ob die das durchstehen. Fassen wir kurz zusammen. Die griechische Globalisierungszusammenführung dürfte ganz prächtig funktionieren, sagt zumindest der Statthalter der Chinesen. Aber jede Wahrheit hat mindestens zwei Seiten. In dem Fall eine chinesische Seite und eine griechische Seite, getrennt nur durch einen Maschendrahtzaun. Die Griechen haben ihren alten Hafen geräumt und widmen sich nun, nur 200 Meter entfernt vom alten Dock, dem Neuanfang. Und hier haben wir also den, die mussten ja dann bald Costco ja den Terminal bekommen hat, den die früher betrieben haben, da wo wir eben waren, ja. Sind die jetzt hier auf dem Areal und mussten also einen völlig neuen Terminal bauen erstmal. Und neue Kunden. Und neue Kunden gewinnen, weil auch die, sie haben nicht nur den Terminal abgegeben, sondern an Costco, sondern haben auch natürlich die komplette Kundschaft abgegeben. Da schau einer an. Die sind ja richtig nett hier, freuen sich direkt, dass ich da bin. Und niemand zwingt einen, diese designtechnischen Katastrophen, auch China-Helme genannt, zu tragen. Neben einem warmen Empfang gibt es warme Getränke aus dem Automaten. Die kriegt jeder, ob er will oder nicht. Da kennt der gastfreundliche Grieche nichts. Das dauert. Die Chinesen hätten in der Zeit schon 2 Container B und entladen. Die griechischen Terminalbetreiber sind vielleicht gastfreundlicher, aber auch stark unter wirtschaftlichem Druck. 1,5 Millionen Containerbewegungen hatten sie noch 2007, als sie noch die alleinigen Herren im Hafen von Piräus waren. Heute sind sie runter auf ernüchternde 220.000. Auch wenn es hinter vorgehaltener Hand heißt, bei der Vergabe der Lizenz an die Chinesen sei nicht alles mit rechten Dingen zugegangen und die Privatisierung mache wirtschaftlich überhaupt keinen Sinn, so klingt es offiziell am Dach im firmeneigenen Kräutergarten ganz anders. Schau, da haben wir einen Gewürzgarten, Kräutergarten, oder? Von gelber Gefahr und so, kein Wort. An diesem Ort, an dem wir hier stehen, fühlt man sich da nicht eigentlich ein bisschen so, wie wenn der Feind schon herangerückt ist und man verteidigt die letzte Position? Wir sehen es gar nicht so, man kann es auch umgekehrt sehen, dass wir hier alles kontrollieren, was vorbeikommt, passiert. Also es unterzieht sich unserer Kontrolle. Aber trotzdem, der Chinese hat offenbar den Fuß in der Tür. Das ist eine Entscheidung, die getroffen worden sind und das ist passiert und er hat den größten Teil des Geländes, des Hafengeländes, hat der Chinese bekommen. Das ist halt so. Aber ich sage, einmal reite ich auf diesem Thema noch herum. Ich sage das ja auch als besorgter Europäer, ob die Chinesen sozusagen
Europa vom Süden her aufrollen. Wir sehen das nicht ganz so, also Probleme, die uns, wurden uns jetzt nicht bereitet. Es ist Fakt, es ist Tatsache, dass die den Teil des Hafens bekommen haben, den die jetzt nutzen. Aber das heißt noch einmal, zurückerobern? Demonstrieren. Die haben uns das nicht weggenommen. Das klingt aber doch ein wenig nach verbaler Peking-Ente. Wo sind sie, die aufgebrachten, zornigen Hafenarbeiter, die beim Einzug der Chinesen auf die Barrikaden gestiegen und in Streik getreten sind? Die sind nach wie vor genau hier. Sie haben Herrn Dangas, dem Terminalleiter, vorhin etwas gefragt. Ob die von drüben kommen und um Arbeit bitten. An den Türen und es nach Geigeleit sehen. Die da reingehen, und ich weiß ja welche, trauen sich nicht hier, auch hier, hier an dem Gitter, auf unserer, also auf unserer Höhe, das zu sagen, durch das Gitter. Stellen Sie sich vor, wenn der Chinese das wüsste und da drüben das passieren würde. Angst, es herrscht Angst auf deren Seite. Klingt nicht schön. Vorwurf, geh mal nach Vorwurf. Angst und nur Angst. Sie haben bei euch angefangen. Ich bitte darum, dass ihr sie wieder zurückschickt. Έχουν ξεκινήσει εδώ στην Ελλάδα σε εσάς. Παρακαλώ πάρα πολύ να τους στείλετε πίσω πάλι τους Κινέζους. Έρχονται από τον νότο προς τα πάνω. Θυμάσαι, αδερφέ, όταν μιλήσαμε με τον Γερμανό, σου είπα ότι εμείς πλέον τους φάγαμε στη μάπα. Να φοβάστε εσείς τι θα γίνει. Das ist genau das, was ich meine. Wir haben die schon auf die Fresse hier bekommen von denen. Ihr müsst aufpassen, Acht geben, dass euch nicht das Gleiche blüht. Aber diese Befürchtungen werden ungehört verhallen, denn der muntere Verkauf von staatlichen Firmen soll die leeren Staatskassen zumindest etwas füllen. Dafür wurde eine eigene Behörde, eine Privatisierungsbehörde gegründet, die gerade ihre spartanischen Büros bezieht. Das internationale Interesse, sehr, sehr günstigen Firmen zu kommen, ist durchaus vorhanden. Wir hatten in jüngster Vergangenheit, in letzter Zeit, Unternehmerdelegationen aus Deutschland, zuletzt auch aus Österreich. Es gibt Interesse aus China, aus arabischen Ländern. Also haben wir hier auch Interesse außerhalb von Europa, das hier bekundet wird. Allein 5 Milliarden sollte die Behörde dieses Jahr durch Verkäufe erlösen. Ein Ziel, von dem die Griechen meilenweit entfernt sind und das auch nicht mehr erreicht werden kann. Bei der Privatisierung gibt es Grenzen. Inseln und Denkmäler werden nicht angeboten. Also die Akropolis wird nicht verkauft. Es steht kein Verkauf, es steht auch kein Ausverkauf des Landes an. Im Gegenteil, Europa hat einen Nutzen davon, wenn Griechenland als Land Wachstum auch dadurch generiert und beiträgt dazu auch als Volkswirtschaft, dass sie weiter wächst. Derzeit wächst aber einmal gar nichts. Die Zeichen stehen auf Rezession. Die Wirtschaft schrumpft und das ist auch an jeder Ecke zu sehen. Wir sind im Umland von Athen, im Industriezentrum der Metropole und das Szenario sieht eher nach Abbruch denn nach Aufbruch aus. Das ist also das griechische Industriezentrum. Nach Weltmarktführerschaft schaut man das eigentlich nicht aus. Weltmarktführer gab es auch hier zu keinem Zeitpunkt. Und was ist da passiert? Ja, der Niedergang der griechischen Industrie ist eigentlich in drei Etappen erfolgt. 1981 mit dem EG-Beitritt und dem Wegfall von Einfuhrzöllen. 1990 dem Zusammenbruch des Kommunismus und dem Weggang der heimischen Industrie, vor allem Dinge nach Bulgarien und nach Rumänien mit der niedrigeren Besteuerung und natürlich den viel niedrigeren Löhnen und Gehältern. Und letztlich 2002 mit dem Euro-Beitritt und dem damit verbundenen Wegfall des Währungsrisikos, was Einfuhrgüter angeht. Aber kann das jemals wieder etwas werden? Also im Augenblick gibt es keine Anzeichen dafür, dass es einen Aufschwung gibt bei der Wirtschaft, denn in der Krise seit 2009 ist auch so der Heimatmarkt, den es noch gab für die noch verbleibende heimische Industrie, eingebrochen. Und man kämpft hier ums Überleben und orientiert sich in Richtung Export, um überhaupt eine Zukunftschance zu haben. Schöne Aussichten.
Von einer funktionierenden oder vorhandenen Industrie ist nicht mehr zu reden. Beinahe skurril mutet es da an, dass Griechenland eine Unternehmens- und Industrievereinigung hat. Aha, und hier sind die Industriellen, also die sind die Leute, die das Land in Ruin getrieben haben. Dimitris Daskalopoulos ist Präsident dieses Vereins. Er hat übrigens mit seiner Firma Millionen in der Nahrungsmittelindustrie verdient und beim Verkauf 421 Millionen Euro bekommen, die er heute bevorzugt in exquisite Kunstobjekte investiert. Es ist klar, was Europa für Griechenland tut und tun kann, aber was kann Griechenland für Europa tun? Und ich stelle die Frage nicht wegen irgendeiner Provokation, sondern aus einem politischen Grund. Immer mehr europäische Regierungen in Deutschland, Frankreich, aber auch in Österreich kommen in Schwierigkeiten, daheim ihrer Bevölkerung zu erklären, warum sie sozusagen eventuell sparen müssen oder aufbringen, um sozusagen Griechenland aus der Krise zu helfen. Να σας πω τα εξής. Δικαίως ρωτάτε για την Ελλάδα. Die Unruhe, die Sie artikulieren, und Unsicherheit, das ist ein Zustand, der nicht nur deswegen da ist, weil Griechenland, und da haben Sie vollkommen recht, natürlich eine große Verantwortung dafür trägt, dass wir wirtschaftlich nicht richtig gehandelt haben in der Vergangenheit. Das ist absolut richtig. Aber diese Unsicherheit gibt es auch bei Ihnen. Gibt es bei Ihnen, bei Ihren Bürgern. Und das artikuliert sich auch. Das ist nicht nur hier der Fall. Was wir hier in Griechenland ertragen müssen, und das ist nicht einfach, ist, dass wir jetzt schon um 30% ärmer geworden sind, mit einer Perspektive, dass wir noch ärmer werden in Zukunft. Das ist alles hier nicht leicht zu ertragen und auch nicht leicht zu verarbeiten. Griechenlands Wirtschaft droht der Totalausfall. Das Land am Peloponnes verfügt kaum über Industrie, sondern besteht in der Mehrzahl aus Klein- und Kleinstunternehmen. Von den 960.000 Firmen in Griechenland haben 930.000 Unternehmen nicht mehr als 4 Mitarbeiter. Erzählen Sie mir etwas über die Wirtschaftslage derzeit in Griechenland. Wir haben Probleme, aber wir hoffen, dass sie das in den Griff kriegen. Irgendwie, aber wir haben keine Ahnung wie. We don't know the way. Okay. I don't know it too. We are exhausted all the time. What do you think? Wann wird das gelöst? Wie lange wird das dauern? One month, one year. Keine Ahnung. And the business okay? Wie geht das Geschäft? No. Schlecht, schlecht. Why? Die Leute haben kein Geld, um ihre Autos reparieren zu lassen oder für Essen. So, niemand richtet seine Autos derzeit her. Selbst von 30-prozentigen Einkommensverlusten können aber einige Griechen mittlerweile nur noch träumen. Sie haben entweder keinen Job oder arbeiten für keinen Lohn mehr. So wie die Mitarbeiter dieser Athener Zeitung. Sie arbeiten seit Wochen ohne Bezahlung und wollen das auch noch die kommenden Monate durchhalten. Hallo, hallo. Statis ist einer der bekanntesten Karikaturisten des Landes. Für ihn sind an der Misere in erster Linie die Politiker schuld. International für Schlagzeilen gesorgt hat er durch seine Zeichnungen der Deutschen und der Darstellung von Horst Reichenbach, dem Leiter der EU-Taskforce, der mit teutonischer Gründlichkeit den griechischen Schlendrian vertreiben soll. Wenn man Ihre Zeichnungen so sieht, und Sie werden die jetzt auch international veröffentlicht, so lieb haben Sie die Deutschen nicht. Ich bin eigentlich ein Internationalist. Ich liebe alle. Und man muss die Geschichte aber kennen. Das ist ganz wichtig. Und ich studiere die Geschichte. Und denken Sie bitte auch noch an Folgendes. Griechenland hat auch niemals, was die Kriegsentschädigungen angeht oder die Zwangsanleihe, die aufgelegt worden ist während des Zweiten Weltkrieges, der deutschen Besatzung, hat da keine niemals Ansprüche gemacht. Und es gibt Berechnungen, Bezifferungen, dass die mit Zinsen, mit Dokus, sich auf 1,5 Billionen Euro belaufen würden. Aber wenn wir über den Narzissmus sprechen, ich meine, Reichenbach hat es ihnen angetan. Was war die Motivation? Also wir sehen hier auf der Karikatur, obwohl die Regierenden, die griechischen Regierenden glauben, dass sie regieren, sind sie eigentlich nur Marionetten. Das, was wir nicht akzeptieren, nicht dulden können, ist die politische Abhängigkeit.
Gauleiter. 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 Starke Worte, den international höchst respektierten EU-Taskforce-Chef Horst Reichenbach so zu bezeichnen. Wie muss sich der arme Mann fühlen? Wie fühlt er sich an, Gauleiter zu sein? Wie fühlt er sich? Aber ich finde, das ist eine ganz wichtige Frage für Gesamteuropa. Beinahe 100 Stunden bin ich nun schon in Griechenland. Wer ist schuld an der Misere im Land der Hellenen? Die Globalisierung? Die marode Wirtschaft oder vielleicht die EU? Auf die europäische Gemeinschaft und speziell auf die Deutschen ist man schlecht zu sprechen. Eine Taskforce unter deutscher Führung soll Ordnung schaffen im griechischen Wirtschaftschaos. Das gefällt der Nation weniger und ganz altes, unschönes Vokabular wird da herausgeholt. Gauleiter. 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 Ein hässliches Wort aus einer hässlichen Zeit. Und damit ist Horst Reichenbach gemeint, der deutsche Leiter der EU-Taskforce. Ein ausgewiesener Verwaltungsexperte. Wie fühlt man sich, wenn man von den Menschen so gesehen und bezeichnet wird? Muss unangenehm sein. Wir können ja die Zwischenzeit nützen, um mir die Frage zu beantworten, wie man sich fühlt als Gauleiter. Mit dieser Frage sind mir jetzt aber nicht gerade die Herzen der EU-Einsatztruppe zugeflogen. So etwas möchte man offenbar hier nicht hören. Traurig. Aber diesen Wunsch kann ich jetzt auch nicht erfüllen. In German, wie fühlt es sich an, wie fühlt es sich an, Gauleiter zu sein? Wie fühlt es sich, aber ich finde, das ist eine ganz wichtige Frage für Gesamteuropa. Er versteht ganz gut. Ich möchte gerne wissen, der Herr Reichenbach versteht mich sehr gut. Eine einfache, freundlich gemeinte Frage löst plötzlich ungeahnte Aufgeregtheit aus. Comparison like Gauleiter. How is the feeling? Gauleiter. You know, Gauleiter. Nun, ich denke, wenn Sie die meiste Zeit Ihres Lebens außerhalb Deutschlands gearbeitet haben, dann kann ich solche Vergleiche aus der Vergangenheit nicht nachvollziehen. Man kann der EU-Taskforce nur Erfolg wünschen, denn Griechenland ist mittlerweile nicht nur ein wirtschaftlich schwerkranker Patient. An der Krise leiden die Menschen im wahrsten Sinne. Die Zahl der Einweisungen in Krankenhäuser ist um 24% gestiegen, die Zahl der Selbstmorde im Vergleich zum Vorjahr um 40%. Aber wer soll diesen Menschen helfen? Die Krankenhäuser müssen eisern sparen, Ärzte und Krankenschwestern wurden entlassen und können nur noch streiken oder Bewerbungen schreiben. In Summe, ungefähr wie viele Bewerbungen hat sie in welchem Zeitraum verschickt? Und ich habe Sie gefragt, in den letzten 18 Monaten, wo sie völlig arbeitslos ist, wie viele Bewerbungen hat sie da insgesamt in alle Länder verschickt und so weiter, in der Summe? Ja. Hat sie dann überlegt, ja, 5.000, 6.000 Bewerbungen. Höchstwahrscheinlich gibt es in ganz Europa niemanden, der mehr Bewerbungen geschrieben hat. Und damit sind aber auch schon meine 100 Stunden in Griechenland beinahe vorüber. Es ist ein schönes Land, ein Land voller Geschichte, das den Sprung in die globalisierte Gegenwart verpasst hat. Haben die Italiener zumindest Olivetti, so ist der Grieche über die Olive nicht hinausgekommen. Nicht einmal Birne Helene ist eine griechische Erfindung. Ohne Hilfe findet dieses Land nie aus dem Schlamassel, aber mit Hilfe auch nicht. Dazu ist es zu klein, zu unwichtig und zu störrisch. Ich spreche übrigens nach wie vor von Griechenland.
Eine Kraft hat dieses Land allerdings entwickelt. Die Kraft, ganz Europa in den Abgrund zu reißen. Aber noch ist es nicht so weit. Offenbar hat man erkannt, dass mit bloßer Korruption und ein wenig Steuerbetrug kein Weiterkommen ist. Beim Griechen ist es jetzt schon so, dass er mit der eigenen Situation nicht zufrieden ist, dass er weiß, dass viele Fehler gemacht worden sind. Es sind auch viele Leute, die zu mir kommen und sagen, wir schämen uns für das, was wir jetzt darstellen, dass wir so eine Krise bewirkt haben, dass wir vielleicht auch eine gewisse Mitschuld haben an dem, was jetzt in Europa passiert. Wir schämen uns auch für unsere Politiker und wir wollen auch beitragen dazu, dass es anders wird. Wir müssen uns ändern, das wird schwierig sein, aber wir wollen das. Bei Zeus, das ist ein Wort. Und wünschen wir den Griechen das Beste im eigenen Interesse. Wie sieht das alles aber mein neuer, bester deutsch-griechischer Freund, Feribert Zoglu? Zukunft? Keine Zukunft, Anfang oder Ende oder beides? Da sitzen wir jetzt da, wir zwei europäischen Idioten im gestrandeten Schiff. Du, ist Griechenland eigentlich ein Symbol für ganz Europa oder ist das nur euer Problem? Ich denke, das ist ein Symbol für ganz Europa. Das, was hier passiert in den letzten 2 Jahren und was sich weiter fortsetzt, kann auch euch erwarten. Ich weiß nicht, ob das in 5 Monaten, 5 Jahren oder 15 Jahren passiert, aber es ist, glaube ich, ein Vorbote für das, was euch blüht. Ja, ich hoffe dann auf die griechische Solidarität. Ich meine, ich hätte ja schon den Schuldigen, es wart ihr Griechen, die uns das eingebrockt haben. Weil bei euch Griechen ist es doch so, es sind immer alle anderen schuld, nur nicht ihr Griechen. Bei uns hat schon viel begonnen in der Geschichte. Das wäre nicht das erste Mal. Es waren Errungenschaften, aber auch schlechte Nachrichten oder schlechte Ereignisse haben auch hier mal begonnen. Damit müsst ihr euch abfinden. Das heißt, wir sitzen hier an der Wiege und an der Bahre Europas. Ja, so kann man das sehen. Ich glaube, wir sollten einfach was trinken gehen.